Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unseren täglichen Streaming-Tipps. Heute ist Mittwoch, der 30. November. Und wir starten direkt mit unserem ersten Tipp. In dem geht es um die Liebe oder besser gesagt um Probleme mit der Liebe. In der neuen Serie Love Addicts geht es um 4 HamburgerInnen, alle Mitte 20. Und für alle ist die Liebe ein riesengroßes Thema. Aber es ist nicht immer ein schönes Thema, denn niemand ist mit seinem oder ihrem Liebesleben wirklich zufrieden. Also tauschen sie sich in einer Selbsthilfegruppe über ihre Probleme aus. Therapeutin Anja, gespielt von Annette Frier, will ihnen bei der Problemlösung helfen. Ihr habt alle einen Grund, weshalb ihr hier seid. Ich liebe Frauen. Du liebst Sex. Das ist definitiv ein Unterschied. Ihr seid alle auf der Suche nach jemandem, mit dem ihr es aushalten könnt. Alter, geht's noch? Aber ich halte es nicht mehr mit mir selbst aus. Ich möchte euch helfen. Früher oder später müssen wir uns unseren großen Themen stellen. Sei ein Tiger. Okay. Ich meine, ihr seid ein Haufen Loser, aber allein krieg ich's nicht hin. Willkommen bei den Love Addicts. In den Sitzungen der Love Addicts werden die Probleme schnell klar. Dennis kann sich nicht aus seiner toxischen Beziehung befreien. Nele hat unrealistisch hohe Erwartungen an ihren nächsten Mann. Ben traut sich nicht, seine Gefühle zuzulassen und Zoe verzichtet gleich ganz auf Gefühle. Stattdessen füllt sie ihre emotionale Leere mit Sex. Die erste Staffel der Comedy-Serie Love Addicts könnt ihr jetzt bei Prime Video streamen. Auch in unserem nächsten Tipp geht's um das Thema Therapie. Diesmal allerdings ernster, aber auch wieder mit einem bekannten Therapeuten. Steve Carell spielt den Psychotherapeuten Alan Strauss. Er hatte sich gerade eine Auszeit von seinem Job genommen, um den Tod seiner Frau zu verarbeiten. Einer der ersten, die jetzt wieder auf seinem Sofa sitzen, ist Sam. Sam wird schnell wütend und möchte, dass Alan ihm hilft, seine Wut und die damit einhergehenden Probleme in den Griff zu bekommen. I want you. I want the expert. I'm not normal. I need to get better. Anyone who has come this far, who has made the choice to come to therapy and keep hammering away at the hard things, they can be helped. But I have got bigger problems. I have a compulsion to kill people. Wenn Alan Sam nicht helfen kann, könnte er sein nächstes Opfer werden. Denn um Alans volle Aufmerksamkeit zu bekommen, entführt Sam ihn und verlangt statt Lösegeld eine erfolgreiche Therapie. Die Folgen von The Patient sind alle nur etwa eine halbe Stunde lang, was für eine Dramaserie eher ungewöhnlich ist. Ihr könnt sie also immer mal wieder zwischendurch gucken oder ihr streamt alles am Stück. The Patient findet ihr jetzt bei Disney+. Zum Schluss begeben wir uns noch auf eine Reise in die Vergangenheit. Ein Festtag spielt in England im Jahr 1924. Das Dienstmädchen Jane nutzt ihren freien Tag, um ihren Geliebten Paul noch einmal zu sehen. Es könnte ihr letztes Treffen sein, denn Paul soll eine andere Frau heiraten. Doch das ändert nichts an den Gefühlen, die Paul und Jane füreinander haben. Ich wollte, ich könnte dich ausführen. Champagner, Austern. Aber ich muss heiraten und Anwalt werden. Ja, das erwartet man von dir. Und du, Jane? Was hast du vor? Ich möchte schreiben über das Leben. Koma und Schmerz. Diese Erinnerungen kannst du heraufbeschwören. Nicht wahr, Jane? Bei ihrem wahrscheinlich letzten Treffen schlafen die beiden miteinander. Dann verabschiedet Paul sich von Jane und fährt zu einem Familientreffen, wo auch seine zukünftige Frau auf ihn wartet. Wie bedeutungsvoll dieser Abschied ist, erkennt Jane erst später. Im Drama Ein Festtag spielen bekannte Gesichter aus The Crown mit. Josh O'Connor, der den jungen Prinz Charles gespielt hat, spielt hier den angehenden Anwalt Paul. Außerdem mit dabei Olivia Colman, die Queen Elizabeth gespielt hat. Und als weiteres bekanntes Gesicht Colin Firth. Ein Festtag könnt ihr jetzt bei Wow streamen. Damit sind wir mit unseren heutigen Tipps durch. Wenn ihr noch mehr Tipps von uns hören möchtet und ganz bequem keine Folge mehr verpassen wollt, dann folgt unserem Podcast gerne im Podcatcher eures Vertrauens. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt.
Die Tipps für heute hat Jonas Nikolik rausgesucht und Florian Drexler hat die Folge produziert. Ich bin Anja Bolle und verabschiede mich an dieser Stelle von euch. Tschüss und bis morgen. Wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.